Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleit. Ihr erinnert euch vielleicht an diese skurrile Geschichte mit dem Typen da von dem Prinz von Bel-Air, der mit seinem Carlton Dance, der Epic Games verklagt hatte, weil sie den Tanz von ihm geklaut haben. Ja, er musste jetzt diese Anklage fallen lassen. Also so ein Käse. Ich wusste von vornherein, das ist ein richtiger Lutschi-Slutschi-Loser. Ach, er war in der Serie schon scheiße und im echten Leben sind dann scheinbar genauso. So Leute, wir schauen jetzt mal in den heutigen Item-Shop rein. Da haben wir hier den Schneefuß. Und ich finde den mal sowas von geil. Der kriegt von mir 10 von 10. Lass uns mal schauen, was habt ihr denn dem bis jetzt gegeben hier? Das Snowfoot. Snowfoot hat 3,8. Wo ist es denn? Jetzt muss ich erstmal. Ich muss jedes Mal hier schauen. Das müsste das hier sein, gell? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. So, da ist er, der Snowfoot. 3,85 von 5 bei 27 Votes. Holy shit, das ist schon echt geil. Ich ziehe das mal weiter rüber. So. Jo. Aber als nächstes den Schneeschlag. Und der Schneeschlag kriegt von mir 9 von 10. Und hier haben wir aktuell 3,63 von 5 bei 16 Votes. Dann sind wir mit dieser umgekehrten Klinge unterwegs. So, wie hört die sich eigentlich an? Das ist die Reverted, oder wie heißt das Ding? So, lass mal gucken. So, Inverted Blade. Inverted Blade. Das ist diese da mit 4,07 von 5 bei 14 Votes. Hi, Schneeshit. Schneeshit. Den Schneeschnitt. So, und das sieht so ein bisschen aus wie so ein fliegendes Bettmobil hier. Hoffentlich kriegen sie da von denen auch noch eine Anklage. Der Schneeshit. Da, Snowblades. Ist das da? Und hat 4 von 5 bei 8 Votes. Oder haben wir was drin? Nein. Dann sind wir beim Vertex angelangt. Ah, halt diese komische, billige C3PO Blechdose. So, ich halt von dem Ding nicht so wirklich viel. Von mir kriegt er 5 von 10, der Vertex. So, was hat er? 3,19 von 5 bei 48 Votes. Dann haben wir hier diesen Rasierschnittig, auch 5 von 10. Ich weiß nicht, was das sein soll, das Ding. Sorry, aber sieht ein bisschen komisch aus. So, 3,6 von 5 bei 10 Votes. Der ist, ja, kriegt von mir 6 von 10. Der Vorreiter. Wie heißt denn das Ding hier? Lass mal schauen hier. Das ist der Forerunner. Und da haben wir 3,5 von 5 bei 10 Votes. Haben wir da noch irgendwas? Nein, da sind wir auch durch. Dann haben wir den Halunken hier. Ja, da hinten, das finde ich eigentlich ganz witzig mit diesem Safe auf dem Rücken. Sieht ein bisschen aus wie die Panzerknacker. Oder erinnert mich auch so ein bisschen an die Daltons von Lucky Luke. Der Halunke und der Halunke bekommt von mir, naja, der Halunke bekommt von mir, gebe ich dem Ding, 4 von 10. So, da haben wir aktuell 2,94 von 5 bei 16 Votes. So, dann haben wir den Chrom. Oder Chromium. Ja,
5 von 10. Da haben wir aktuell 2,63 von 5 bei 24 Votes. Jetzt kommen wir zu einem geilen Emote. Läuft. Auf großem Fuß. Living Large. Und Living Large kriegt von mir 10 von 10. Ich finde Living Large geil. Haben wir 4,54 von 5 bei 28 Votes. Wie viele Reminders waren das nochmal? Das waren 188 Reminders. Das ist der Hammer. So, dann haben wir den Breakdance. Breakdance kriegt von mir 8 von 10. Breaking ist das da. Da hätten wir 3,42 von 5 bei 24 Votes. Dann haben wir den Süßkram. Scheiße sieht das Ding aus. 0 von 10. Sorry. Aber das Ding ist wirklich der Gumdrop. Ich finde den kacke. 3,06 von 5 bei 18 Votes. Gumdrop. Dann haben wir den Icebreaker. Ja, ich glaube, der sofort findet den ganz cool. Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Ich mag den nicht ganz so. Kriegt von mir 5 von 10, der Icebreaker. Und da haben wir aktuell 3,76 von 5 bei 29 Votes. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Wir sehen uns gleich. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.